Ja, auch das passiert mir ab und zu nochmal, ne? Oder würde ich mal sagen, 64 verarbeiten wir mal. Eisen können wir natürlich auch verarbeiten. Müssen wir sogar. Weil hier, ne, das muss jetzt alles weg, weil wir haben nur diese eine Eisentruhe und die ist jetzt voll. Das heißt, wir können dann erstmal wieder langsam ein bisschen Ruhe einkehren lassen, was Eisen angeht demnächst, ne? Brauchen natürlich jetzt dafür jede Menge Stöcke. Jetzt muss ich aber mir erstmal einen Überblick kurz verschaffen, was wir alles brauchen oder machen. Hier ist voll. Hier ist fast leer. Hier ist, naja. Ja, also Äxte, Schaufeln. Ja, von mir aus auch ein paar solche Haken. Warum ich hier überhaupt die zweite Truhe angefangen habe, weiß auch der liebe Gott. Aber die brauchen wir auch so gut wie gar nicht. Das sind ja Waffen. Brauchen wir auch kaum. Also würde ich mich jetzt erstmal drauf konzentrieren. Erstmal ein paar Äxte zu machen. Weil davon haben wir gerade am allerwenigsten hier. So. Mir ist gleich noch zwei Schaufeln hinterher. Da ist das wenigstens erstmal verbraucht. So, Äxte. Kommst mal hier runter. Zack, 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 zack. So. Ja, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. So. Können wir ruhig voll machen dann das Dingen. Da würde ich mal sagen, das ist die Verzauberte. Hier ist eine Schere drin, die gehört da auch nicht rein eigentlich. Die hatte ich bloß mal zwischengelagert, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Schaufeln und auch mal hier runter kurz. So, also können wir noch schaufeln, Spitzhacken, jede Menge Zeug machen. Da ist das Eisen wenigstens verarbeitet, weil sonst weiß ich nicht mehr, wohin damit. So, Äxte habe ich gesagt, noch ein paar. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr genau, wie viele. Erstmal so. Schaufeln hatten wir auf jeden Fall noch ein ganz paar mehr, die wir da brauchen. Zack. Und Spitzhacken. Erstmal so. Und ja. Na gut. Mehr kann ich jetzt sowieso nicht mitnehmen. Also. Ja. Bleibt es halt liegen. So, Äxte. 1, 2, 3. Also können wir da noch 9 und noch ein paar mehr machen. Beziehungsweise hier haben wir noch. So, Schaufeln. So, können wir auch noch ein paar machen, oder? Und Spitzhacken können wir auch noch ein paar herstellen dann. Soweit, so gut. Zack. Dann holen wir uns noch ein paar Stöcke raus. Zack, zack. Das wird noch genau eine Schaufel. So, Spitzhacken habe ich gesagt. Mal übertreiben was man nicht. Hm, wie viele Äxte habe ich denn gesagt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ehrlicherweise. Schaufeln waren es nicht mehr ganz so viele. Ich muss halt immer wieder gucken gehen, weil ich nicht weiß, wie viel und überhaupt ich das einfach mal zähle hier. 1, 2, 3, 4, also warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Äxte können wir noch machen. Genau noch gar keine Schaufel. Und Spitzhacken, ja. 5. Spitzhacken, 9 Äxte. Okay, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Zack. Dann ist erstmal das Holz leer. Zack, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, verzählt wohl. Naja. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Spitzhacken
und eine Axt. Eine Axt und 11 Spitzhacken. Das sind 9. So, da ist immer noch Eisen übrig. Was machen wir damit vor Schreck? Wo lagern wir das erstmal zwischen? Da sind wenigstens alle unsere Kisten erstmal voll. Ich meine, notfalls können wir dann immer noch ein paar solche Haken machen. Dies, das. Oder ein paar Scheren von mir aus auch. Oder keine Ahnung, irgendwas halt. Schwerter können wir auch bauen, meinetwegen. Hauptsache das Eisen ist erstmal weg. Schwert. Dann, was habe ich gesagt, solche Haken noch. Ein paar. So. Ach komm. Machen wir noch ein paar Schwerter draus. Haben wir wenigstens auch mal ein paar auf Reserve für Notfall. Ja, den Rest würde ich jetzt einfach mal noch zu ein paar Haken verarbeiten. Haben wir immer noch Eisen übrig, also es ist verrückt. Mit so einer gewaltigen Anzahl hätte ich tatsächlich nicht mehr gerechnet. Habe ich wirklich nicht mehr damit gerechnet, dass wir jemals so viel haben werden. So, da müssen wir hier allerdings auch mal ein bisschen umsortieren. Hoppala. Zack, 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 zack. So, 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 so. 16 mal Eisen. Ja, keine Ahnung. Ich brauche jetzt aber auch keine 8 Scheren. Also müssten wir ja theoretisch eh mal kurz hier auf unsere Bestände zurückgreifen und da noch ein paar Stöcke draus bauen, weil wir hier jetzt keine mehr haben. Können wir ja machen. Haben wir jetzt da auch wieder ein paar auf Reserve. So, dann machen wir jetzt was weiß ich hier noch. Komm. Ein paar Schwerter und noch 2 Haken. So, und da ist das Eisen erstmal weg. Dann habe ich ja gesagt, machen wir gleich noch bei der Gelegenheit ein paar Goldspitzhacken, damit wir oben den Berg dann mal irgendwann abtragen können noch. Ja, doch schon. Brauchen wir ja. Also genug, weil die gehen ja so schnell kaputt. Da können wir uns ruhig mal hier einen ganzen Slot voll mitnehmen. Pass mal auf. Zack dich. So. Zack dich. So, nehmen wir noch ein paar Stöcke und machen uns aus dem Rest auch noch ein paar. Das ist jetzt hier ein bisschen Crafting halt. Was soll der Geiz? Ja, und von mir aus noch eine Schaufel. Wenigstens eine. Dann ist das Gold wenigstens auch weg. So, da können wir damit dann an den Berg gehen. Die Stöcke packen wir wieder hier rein. Die Schwerter und den ganzen Spaß räumen wir auf. Halt. So, 1, 2 Haken. Und hier noch ein paar Eisenschwerter. Warum nicht? Ach komm. Machen wir das mal so von mir aus. So, und die packen wir alle mal hier unten rein. Ja, wie gesagt, mit der Schere. Man könnte jetzt natürlich auch mal kurz durch die Schafe pflügen damit, damit die dann irgendwann mal weg ist. Scheren wir mal die Schafe, gehen dann hinter zum Berg, machen dort noch ein bisschen weiter. 1, 2 Folgen und dann ist eh die Session vorbei. Das wird ja wieder ein Vergnügen, das sage ich dir hier. Die ganzen Schafe. Alle mal schneiden. Natürlich können wir jetzt auch nicht so suboptimal viele mitnehmen hier. Weil uns ja sonst auch das Inventar dann irgendwann mal ausgeht, ne? Jetzt, wo wir hier 1000 Goldspitzhacken drin haben gerade. Ah, da können wir das wenigstens auch mal abhaken von der To-Do-List, weil das hatten wir eh hin und wieder doch mal vorgehabt, hier die Viecher auch zu scheren. Dazu sind die ja schließlich da. Was auch immer ich, wie gesagt, mit der ganzen bunten Wolle mal irgendwann machen soll. Keine Ahnung. Bauen wir uns mal irgendwann einen Regenbogen in den Himmel, weißt du? So, schnippel die Schnapp, Wolle ist ab. Fast alle Schafe sind kahl, die fressen zwar immer wieder nach. Also so viel kannst du dann eigentlich gar nicht mehr mitnehmen.
Aber wir haben ja noch ein bisschen Inventar, also machen wir das ruhig mal hier großzügigerweise. Dass ich auch nichts liegen lasse. Wie gesagt, die fressen ja immer gleich wieder. Also ich werde die niemals alle gleichzeitig geschoren haben. Es werden immer wieder welche sein, wo instant wieder die Wolle da ist. Was aber, wie gesagt, kein großes Problem darstellt. Na gut. Aber ich wollte eigentlich auch, dass die Schere bestenfalls mal kaputt geht. Dass ich dieses Ding hier nicht mit mir rumschleppen muss. Aber weißt du, im Zweifelsfall kann ich das ja auch hier in die Truhe schmeißen. Aber ich krieg's vielleicht hin. Da ist die Folge wenigstens auch schon mal überbrückt. Da machen wir dann nur noch eine am Berg hinten, da ist Schluss. So, jetzt habe ich nämlich doch fast alle Schafe geschoren hier. Die Schere ist immer noch ganz. Also nicht ganz, ganz, aber noch existent. So, tja. Was soll ich sagen? Was soll ich machen? Kann ich nichts anderes machen. Sind wirklich alle geschoren. Hier kommt schon wieder die nächste Lieferung. Tja, da noch eins. Und die hält sich wacker. Die hält sich wacker. Da muss ich aber improvisieren jetzt. Dachte, ich krieg's hin, dass die kaputt geht irgendwann mal. Wenn ich durch Bäume gehe, da sind die Dinger relativ schnell kaputt. Aber wenn ich das mit den Schafen mache, dann hält die hier Ewigkeiten. Ich will dieses halb kaputte Ding jetzt nicht mit mir rumschleppen hier. Komm schon. Gib mir noch was. Gib mir Wolle. Ansonsten, dann mache ich jetzt hier gleich mal folgenden. Ich hau jetzt mit der Schere hier gleich mal in den Boden rein, damit die auch kaputt geht. Oder mach gleich mal ein paar Schafe platt, aber da ich jetzt nicht mehr weiß, welche Farbe das ist, mach es mal so, komm, da geht die auch kaputt, glaube ich. Bin ich das Ding dann wenigstens los. So, in der Zwischenzeit haben hier aber schon wieder ein paar Schafe nachgelegt. So, komm jetzt. Geh kaputt. Geh doch kaputt. Jetzt. So, jetzt haben wir's. Gut. Dann war's das mit den Schafen. Dann können die erstmal alle ihre Wolle wieder nachwachsen lassen hier. Die Tierchen. Und wir können wieder hier ordentlich auf Nachfüllkurs gehen. Und zwar mal richtig ordentlich. Ups. Du sollst nicht da rein. Ja. Ich denke, das ist okay. Das ist okay erstmal. Wie gesagt, irgendwann ist die auch voll. Da müssen wir hier vielleicht sogar noch alternativ eine zweite Truhe oben drauf bauen. Hilft ja nichts. Jetzt aber geht es mit den Goldspitzhacken erstmal zum Berg. Und ich denke mal, auch wenn wir jetzt relativ viele mit haben, dass wir das irgendwie hinkriegen, den Berg so weit abzutragen, dass die Spitzhacken danach alle kaputt sind. Weil wie gesagt, viel schaffen die ja leider nicht. Aber ich muss dann auch aufhören. Ich kann da nicht noch mehr dranhängen hinten. Das wird mir dann hinten raus zu spät. Oh, da fange ich jetzt mal ganz stolz hier vorne an mit dem Sandstein. Hätte mir natürlich ein bisschen Erde mitnehmen können, hätte ich das gleich schon mal wieder auffüllen können. Aber was soll's. Ist ja halb so schlimm, aber ich mache gleich mal hier bis auf unten. Da kann ich dann mit Erde irgendwann mal alles auffüllen dann. Und ja, mich dann hier drauf konzentrieren, irgendwann das Dorf weiterzumachen. Ob wir das jetzt in der letzten Folge, die ich noch hinten dran hänge, jetzt schaffen, das alles abzutragen, glaube ich noch nicht ganz, aber wir haben auf jeden Fall schon mal wieder ein ganz gewaltiges Stück geschafft und sind wenigstens ein bisschen goldlos und haben aber auch ein bisschen Zeit gespart, weil es eben mit den Goldspitzhacken, wie schon erwähnt, sehr viel schneller geht. Auch wenn die eben leider nichts halten. Aber was wollen wir? Was wollen wir mit dem Gold? Uns auch nicht viel draus bauen. Die Rüstungen halten nicht lange, die Werkzeuge halten nicht lange, die Waffen halten nicht lange. Wie gesagt, für Antriebsschienen ja, haben wir aber auch hinten, glaube ich, in unserer Lagertruhe noch welche, wenn nicht sogar hinten im Strandlager. Ja, und im Moment, da wir auch keine Schienen mehr bauen, weil es ja eh schon in jede erdenkliche Richtung geht mittlerweile, können wir uns das sparen und da machen wir eben ein paar Goldspitzhacken hier draus, um den Berg schneller abzutragen.
Passt.